Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne ein paar Try-On-Sachen mit euch machen und zwar möchte ich gerne mit euch neue Drogerieprodukte in meinem Gesicht ausprobieren. Hauptsächlich Trended Up und Essence liegen hier auf meinem Tisch und vorab gibt es einen kleinen Try-On-Part. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, bei dem Try-On-Part geht es tatsächlich um die Firma Creamy. Die geben uns wundervolle Shapewear, die sich überhaupt nicht wie Shapewear anfühlt. Und ich weiß, ihr werdet alle schreiben, oh mein Gott, Claudi, Shapewear, du brauchst keine Shapewear. Es ist so, wenn ich zum Beispiel meine Tage habe oder wenn ich meinen Eisprung habe, dann habe ich einen geschwollenen Bauch. Ich habe auch so ein bisschen Dip-Hips, nennt sich das, glaube ich, ne? Wenn ich quasi an den Hüften, das ist so ein bisschen eingedellt bei mir. Und es gibt das ein oder andere Kleidungsstück, was ich mir gerne gekauft habe, was ich auch herzensgerne nach wie vor trage, aber dann hat Creamy mich angeschrieben zu einem Zeitpunkt, wo ich gerade sowieso mit meinen Mädels eben genau über dieses Thema gesprochen hatte. Und im Prinzip mache ich diese Integration auch für meine Mädels. Denn mit meinem Code Claudi20 könnt ihr und auch meine Freundin 20% auf die Creamy-Produkte sparen. Das Ganze ist halt wirklich eher so ein Add-on für mich persönlich. Und es gibt mir halt einfach noch ein kleines Stückchen mehr Selbstbewusstsein. Ein kleines Stückchen mehr, dass ich mich wohlfühle und dass ich mich zum Teil sogar einfach dadurch auch angezogener fühle. Und jetzt im Winter tatsächlich dann auch das ein oder andere tragen kann, wo es dann einfach etwas wärmer ist, weil die Stoffe sind halt echt großartig, muss ich wirklich sagen. Ich habe die fast die ganze Zeit über nicht gespürt, dass ich Shapewear trage und wir starten mit dem ersten Outfit. Ich liebe es, ich finde es großartig und es ist halt auch wirklich ein Träumchen und jetzt blende ich euch das Ganze einfach mal ein, wie ich das auch getragen habe. Ich fühle mich damit wirklich nach wie vor, ne, sehr, sehr wohl und es ist auch ein sehr schönes Kleid, aber du hast halt nicht die Möglichkeit, dir noch 2, 3, 4 Schnitzel reinzupfeifen. Und da kommt Creamy halt einfach ins Spiel, weil die diese großartigen Bodysuits auch mit anbieten. Da fühle ich mich einfach mit angezogener. Ich bei meiner kleinen Hupi-Größe habe jetzt nicht den absoluten Komfort, dass ich dann auf den BH verzichten kann. Theoretisch könnte ich das, aber dann wäre das halt, wie meine Oma so freundlich sagt, Mönchengladbach bei mir. Man zieht die übrigens immer von unten an. Also das ist so ein bisschen dieses Tannenbaumtrichtergefühl, ne, was ich halt auch dann erstmal hatte. Dann habe ich mir gedacht, im Sommer da habe ich dieses großartige Kleid, was aber wirklich alles betont. Und da geht es für mich persönlich vor allem um die Dip-Hips hier, ne? Und ich finde es wunderschön, ich trage es unheimlich gerne, aber es ist halt wirklich sehr, sehr figurbetont. Und da gibt es halt diesen, ich würde mal sagen, dieses Mieder ist es quasi. Das habe ich mir jetzt tatsächlich in Größe L bestellt. Die anderen Sachen sind in M. Hier ist halt das Ding, dass du hier die Oberschenkel halt auch durchkriegen musst. Und die Oberschenkel bei mir sind halt echt nicht schmal. Und du hast hier noch gleichzeitig so ein gummiertes Gedönsen mit da drin. Da habe ich mir gedacht, lieber eine Nummer größer bestellen. Und dann kommen wir natürlich zu der Königsdisziplin. Es gibt natürlich noch Jeans, wo ich mir denke, die kannst du halt nur zu bestimmten Zeitpunkten deines Zykluses tragen. Auch hier eine wundervolle Jeans, aber wenn ich mich halt quasi auch damit hinsetze, dann haben wir da so ein bisschen manchmal Probleme miteinander, um das mal so zu sagen. Und vor allem, wenn ich dann dazu halt auch ein sehr, sehr enges Oberteil kombiniere, dann ist das halt immer so eine Sache. Und schön ist es halt einfach, dass man bei Creamy auch die Möglichkeit hat, dass man solche Bodysuits auch mit langem Bein bestellen kann. Also ich habe ich mir den in Schwarz oder in Braun? In Braun habe ich mir den angezogen. Ne? Gibt es auch in Schwarz in verschiedenen Farben. Achtet definitiv auf die Größenangaben auf der Homepage, ne? Dass man da einfach schaut, was passt einem und so weiter. Und ich fühle mich damit halt einfach noch wohler, noch besser angezogen. Und deswegen bin ich sehr happy, dass ich euch dann halt auch den Code Claudi20 anbieten kann. Dass, wenn ihr Bock habt, dort auch mal vorbeizuschauen. Die Sachen haben schon mehrere Waschgänge überstanden und sind auch schon seit einem Monat ganz gut bei mir in Anwendung. Also schaut bei Creamy vorbei, alles dazu in der Infobox verlinkt. Auf einen regulären Primer werde ich heute einfach mal verzichten, weil ich habe eine fantastische Hautpflege drauf. Da habe ich ja aktuell den Code SuperClaudi bei Dalton, wenn ihr möchtet. Ne? Hier habe ich den Trended Up Smooth and Glow Fluid Filter mit Lichtschutzfaktor 30. Finde ich meistens nicht ganz so praktisch in Cremes oder in Foundations, weil das dazu verleitet, seinen normalen Lichtschutzfaktor zu vergessen. Ich habe ihn heute Morgen aufgetragen. Hier sind auch Vitamin C und Squalane drin enthalten. Ich habe die hellste Farbe 010 mir gekauft und dann schüttelt man das am besten, weil das ist halt eine super flüssige Foundation. Und dann gebe ich mir das erstmal so ein bisschen auf den Handrücken, um zu gucken, wieso die Geschichte hier abgeht. Ja gut, die ist schon flüssig, aber jetzt nicht so flüssig, dass sie jetzt mir komplett von der Hand rutschen würde. Farblich könnte das funktionieren
Und dann nehme ich mir einen Foundation-Pinsel und trage mir die jetzt erstmal auf. Oha, die könnte sogar ein bisschen zu dunkel sein. Und ich hätte sie mir wirklich viel, viel flüssiger vorgestellt. Die ist relativ fest. Die Deckkraft ist eher leicht unterwegs, ne? Das sieht man auch dadurch, dass sie ja eigentlich ein Tick zu dunkel ist. Hätte ich gedacht, dass man das auch viel, viel mehr im Gesicht sieht. Und oh mein Gott, die glowt richtig derbe. Sie riecht jetzt nicht unangenehm und fühlt sich eigentlich so an, als würde ich mir jetzt eine relativ reichhaltige Feuchtigkeitscreme aufs Gesicht auftragen. Die sitzt aber gut auf der Haut. Wenn man das mag mit diesem, ne? Passt nicht ganz zu meinem Teint, deswegen blende ich mir die auch so ein bisschen runter. Ein bisschen ist gut, da brauchst du ganz schön viel am Hals, Claudi. Crazy, also ich bin mal gespannt, wie die sich jetzt auch gleich mit den anderen Sachen verträgt, wie das noch so sich weiter hier entwickelt. Wie gesagt, die Deckkraft ist eher leicht unterwegs, sie macht aber wirklich ein perfektioniertes Ergebnis. Aber dieser Glow, wow, das ist ja echt, also wir lassen das Ganze jetzt einfach mal so ein bisschen da, wo es ist. Und jetzt habe ich von Essence hier den Correct and Conceal in der Farbe Light Under Eye Brightening Concealer. Fand ich ganz interessant. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich wie ein Concealer funktionieren wird oder ob das eher wie ein Color Corrector ist. Da steht Conceal drauf, deswegen verwende ich den jetzt auch mal wie ein Concealer. Mal schauen, ob das hinhaut. Ist halt auf jeden Fall echt rosa, ne? Würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt verwenden im kompletten Gesicht, um jetzt Rötungen abzudecken oder so. Und dann gibt es jetzt ganz neu auch diesen Concealer Brush von Essence im Sortiment. Die haben ja großartige Pinsel, ne? Also die muss ich wirklich mittlerweile, oder die möchte ich wärmstens empfehlen. Die sind einfach fantastisch. Ja, und damit arbeite ich jetzt einfach mal den Concealer ein. Mal gucken, ob das so hinhaut oder ob ich jetzt gleich aussehe wie Peppa Pig. Ja, also der hält auf jeden Fall meine Augenschatten ein bisschen auf. Ich würde aber wahrscheinlich das nächste Mal das Produkt so verwenden wie diesen Catrice Under Eye Brightener, ne, diesen Corrector, dass man das halt quasi erst aufträgt und darüber dann quasi auch ein bisschen Foundation gibt, damit man das besser miteinander verblenden kann. Ich mache das hier mit den Resten vom Pinsel, dass ich jetzt einfach auch nochmal drüber gehe. Genau, das gleicht sich definitiv viel, viel schöner an. Das sieht schon richtig gut aus. Das mag ich. Also ich finde, das sieht gut aus. Ich glänze nur wie eine Speckschwarte, ne? Ich möchte aber trotzdem noch ein bisschen mehr machen. Und zwar habe ich hier noch was für die Lippen von Trend It Up, das Sweet Cherry Lip Glaze Oil. Einfach als Glossy Finish steht hier auch drauf. Guck mal, das ist im Prinzip nur bis hier gefüllt. Auch irgendwie abgefahren, ne? Ja, das wollte ich mir jetzt als Lippenpflege einfach mal auftragen. Oh, das riecht richtig toll nach Kirsche. Oh, das ist lecker. Das finde ich gut. Ich finde es auch schön, dass wir hier so einen Applikator haben, ne? Der ist nur etwas härter. Ja, das merke ich, wenn ich so seitlich gehe. Au. Aber nun, jetzt habe ich auch ein bisschen Lippenpflege drauf. Da ist es, glaube ich, relativ pelle, welche Farbe man wählt. Da geht es halt, glaube ich, eher so um den Duft. Ne? Dann hat Essence auch dieses großartige Puder rausgebracht. Das Flawless Skin Trio Loose Setting Powder. Das habe ich auch schon mal verwendet. Da muss man nur ein bisschen aufpassen, wenn man halt alle Farben verwendet, was ich jetzt ja auch machen werde. Also, ich habe hier die Möglichkeit, die unterschiedlichen Farben zu wählen, indem ich das Ding hier oben einfach drehen könnte. Man kann aber auch hier diesen kleinen Deckel entfernen. Und hier seht ihr, was letztes Mal auch schon passiert ist. Es kommt sehr viel hier raus. Also muss ich mir gar nichts in den Deckel geben. Ich kann das, glaube ich, direkt hier rausnehmen. Das mache ich aber hier mit dieser Puderquaste erstmal. Die ist übrigens von Nabla. Kleiner Reminder, auch Claudis Welt 15 gilt noch bei Purish. Da könnt ihr 15% auf meine Creator-Page und auf alles von Carla Cosmetics sparen. Genau, da kann ich jetzt erstmal ein bisschen was von dem Puder hier aufnehmen. Weil da ist ja noch allerhand hier im Vorhof drin, sage ich mal. Das arbeite ich mir in meine Handinnenfläche ein und gebe das dann um meine Augen drumherum. Dann nehme ich mir einen großen Fluffel, weil das gebe ich mir jetzt super feines Puder übrigens, über mein komplettes Gesicht. Und das ist beduftet. Das darf man auch nicht vernachlässigen zu erwähnen, würde ich mal so sagen, weil ich glaube, nicht jeder mag diesen sehr stark blumigen Duft, den dieses Puder hat. Haben wir mich jetzt ein bisschen perfektioniert? Ja, ne? Und das ist halt eben die Sache. Ich mag das ganz gerne. Also ich mag mich gerne geschminkt, ich mag mich gerne ungeschminkt, ich mag mich gerne mit Shapewear, ich mag mich gerne ohne Shapewear, ich mag mich gerne im Abendkleid, ich mag mich gerne im Gammellook. Das ist halt immer eine Frage, ne? Nach dem Mood, den man so hat. Und also Mood. Und hängt nicht damit zusammen, dass ich mich nicht schön ohne Make-up finde oder nicht schön ohne Shapewear. Das wollte ich an dieser Stelle halt auch nochmal erwähnt haben. Genau, ja. Alles ist soweit gesettet und ich fühle mich jetzt auch echt gut.
gut. Also meine Haut sieht echt, echt gut aus, muss ich wirklich sagen. Das hat sich jetzt auch farbtechnisch alles ein bisschen besser angepasst. Und ich finde, ich sehe jetzt aus, als hätte ich nichts drauf. Und das ist schon ein Unterschied vom Anfang des Videos. Hier hat Trend It Up noch eine Face-Palette rausgebracht. Die fand ich auch sehr, sehr interessant mit Blush, Bronzer und Highlighter. Und die möchte ich gerne mal ausprobieren. Perfection Set. Genau. Da habe ich ja auch wieder hier meinen großen Fluffel. Dann kommt erstmal der Bronzer drauf. Der relativ warm ist. Oh. Ups. Geht da vorsichtig rein. Macht das nicht so wie ich. Was ist denn hier passiert? Ja, sieht jetzt natürlich ein bisschen fleckig aus, ne? Kann man jetzt nicht abstreiten. Okay, also man macht sich was auf den Pinsel. Dann vielleicht besser, nee, nicht auf den Handrücken, da war eben noch die Foundation, Claudi, in die Handinnenfläche erstmal, um das ein bisschen abzuschwächen und dann vielleicht erstmal aufs Gesicht. Hätte ich auch irgendwie vorher mal drüber nachdenken können, ne? Ja, das gefällt mir so natürlich viel, viel besser, ne? Kann man nicht anders sagen. Das ist ein bisschen softer und das ist ein bisschen da dumm. Okay, das Gleiche mache ich jetzt mit dem Blush, der hier auch mit drin ist, ne? Denn wir haben hier ja auch einen Blushton. Der sieht auch matt aus, finde ich. Den arbeite ich dann vorher in die Handinnenfläche ein und gebe ihn dann auf mein Gesicht. Da kann er mal, also ein bisschen mehr. Der ist ja sehr zurückhaltend, vor allem in Relation zu dem Bronzer, ne? Ich persönlich finde die Fännchengröße hier vollkommen in Ordnung. Ach, guck mal, jetzt kommt er langsam. Da komme ich halt auch mit so einem großen Fluffel ganz gut rein, ne? Also das kann ich definitiv empfehlen. Ja, sonst haben das gerne auch mal solche Face-Paletten, dass du da halt nicht drin rumwühlen kannst. Aber dadurch, dass die Bronzer und Blush nach außen gesetzt haben und den Highlighter in der Mitte, finde ich, geht das eigentlich ganz gut. Dann verwende ich jetzt den Highlighter, dafür nehme ich einen expliziten Highlighter-Pinsel. Und dann schauen wir mal, wie der so sich macht. Mal gucken. Im ersten Moment erstmal ganz gut. Eher auch subtil unterwegs. Also keine Ahnung, warum die hier Blush und Highlighter wirklich sehr schön eigentlich gemacht haben. Also so aufbaubar, ne? Und den Bronzer so bam. Ups. Insgesamt eine schöne Palette, wenn man weiß, dass man beim Bronzer ein bisschen aufpassen muss, ne? Als Augenbrauenstift habe ich mich getraut und habe von Trend It Up einen Slimline Brow Definer in Waterproof mir gekauft in der Farbe 020. So schaut der aus und ich meine, dass es irgendwie in die Richtung hellbraun oder dunkelblond sein sollte. Mal gucken, ne? Das ist ja immer so ein Glücksspiel bei mir, weil ich ja doch eigentlich eher aschigere Töne bräuchte für meine Augenbrauen. Also ein bisschen warm ist er schon, das muss ich sagen. Aber ich glaube, das funktioniert. Es geht klar, würde ich sagen, ne? Also es sieht jetzt nicht super wild aus, aber auch nicht super passend. Ja, also das finde ich vollkommen in Ordnung, ne? Dann nehme ich dieses Brow Sleek Laminating Wax von Catrice in Einsatz. Da verwende ich aber nicht diese beiden Bürsten, die da oben drin sind, sondern eigentlich nur das, was hier unten drin ist, ne? Und damit gehe ich dann durch meine Augenbrauen durch. Es ist ein bisschen einfacher zu handeln und so, aber es tackert die Augenbrauen nicht so fest, wie ich das gerne mag. Aber es ist okay, ne? So sieht es dann quasi fixiert aus. Und jetzt verwende ich eine Lidschattenpalette, die ich natürlich auch als Highlighter hätte verwenden können. Vielleicht gebe ich mir nachher noch was on top, ich weiß es nicht. Das ist die Daydreams Palette von Gender X Beauty. Und die kann man entweder bei DM online kaufen oder halt bei der Gender X Homepage selber. Ne? Das ist ja von Marvin die Brand. Und hier haben wir wunderschöne, neutrale, aber auch kühlere Töne mit drin enthalten. Und was ich halt auch bei Gender X Beauty richtig abfeiere, ist, dass die halt so hammermäßige Schimmertöne mit drin haben. Ich versuche das Ganze jetzt wirklich auch gleich mal ohne Glitterglue. Ich bin gespannt, ob das hinhaut, habe aber gleich sonst auch noch eine Möglichkeit, das Ganze etwas mehr zu pimpen. Ich starte zuallererst mit dem Ton Love Affair. Das ist so ein schöner, kühler, hellerer Ton und den setze ich mir hier in die Lidfalte rein. Kennt ihr noch diese BH Cosmetics Desert Irgendwas Palette? Die war ja auch ähnlich aufgebaut, aber die war dunkler, glaube ich, oder? Dann nehme ich mir den Ton Carefree, das ist dieser Braunton hier oben, um das außen ein bisschen zu verblenden. Dann mache ich mir hier mit dem Love Affair quasi ein mattes Augenbrauen-Highlight. Ich glaube, ich gebe mir diesen, welchen nehme ich denn? Icy Wifey vielleicht, den hier oben. Den gebe ich mir an den unteren Wimpernkranz ein ganz kleines bisschen mit einem präziseren Blendepinsel. Also ob ich jetzt da quasi von Natasha Denona irgendwelche genommen hätte oder von dieser Palette, da hätte man, glaube ich, nicht unbedingt einen Unterschied gesehen. Wobei ich finde, ein bisschen schlecht lässt er sich nach außen verblenden. Also du kannst ja alle Schimmertöne, die hier drin sind, theoretisch als ganz normalen
Lidschattenton verwenden, manche dann halt auch einfach als Highlighter. Also hier habe ich jetzt schon mal ein paar geswatcht. Das ist richtig geil, ne? Also das ist Spiegelglanz und die fühlen sich auch toll an und die sehen auch einfach toll aus. Wow! Und zwar mache ich das jetzt auf die klassische Weise, nämlich sprühe ich mir den Ton an, also dass man halt quasi einfach den Pinsel ein bisschen mit Setting Spray ansprüht. Dann kann ich in den Ton reingehen und hier erstmal alles ansprühen. Toll, Claudi. Das hätte dir auch vorher auffallen können. Ich gehe hier in den Ton Soulmate und setze mir den auf mein bewegliches Lid. Ich würde aber vermuten, dass es mit dem Finger noch besser funktioniert. Da kann ich halt nicht so präzise mit sein. Mal gucken. Ja, schon. Also, das ist, finde ich persönlich, einfacher, ne? Das mit dem Finger zu machen, wobei die Intensität bei beiden relativ gleich ist. Für den Innenwinkel ergibt es aber definitiv Sinn, das mit einem angesprühten Pinsel zu machen. Da gehe ich in den Ton Walking of the Isle. Das ist hier einfach dieser eigentlich auch Highlighter-Ton, ne? Und ich ziehe mir den auch ein bisschen mit aufs Lid. Und super krass intensiv. Wow! Wow, wow, wow! Ich finde es richtig schön. Also eine ganz, ganz tolle Nude-Palette. Wenn man sich noch eine anschaffen möchte oder noch nach einer sucht gerade, ist das eine definitive Empfehlung von meiner Seite aus. Also richtig schön. Auch die Schimmertöne, die matten Töne mag ich gerne. Das hier ganz dunkle ist nicht ganz so meins. Ist mir ein bisschen zu schwer zu verblenden gewesen. Aber es kann auch daran liegen, dass ich das zu soft auftragen wollte. Ne? Weiß ich nicht. Aber der Look gefällt mir auf jeden Fall. Dann nehme ich jetzt einen Eyeliner. Da habe ich hier von Trend It Up den Exceptional Precise Brushliner. Sowas liebe ich ja. Ne? Und der soll wohl sehr, sehr präzise sein, wie der Name ja schon sagt. Und ist er auch. Also das ist noch feiner als der von Denisa Myricks, würde ich sagen, den ich habe. Aber nicht so tief schwarz. Ach, guck mal, wie präzise man damit seinen Liner ziehen kann. Also jetzt so dieser Wing hier hinten, ne? Wow, also wenn ihr auch genauso wie ich auf diese Brushliner steht, ne, dann ist das eine absolute Empfehlung. Der malt wirklich toll. Doch, das ist ein tolles Produkt. Jetzt nehme ich hier das Setting Spray. Das ist das aus der Galaxy by Maxim Collection. Das Fixing Spray mit Riva Loves Me. Und dann versuchen wir mal eine neue Mascara. Das ist eine von Trend It Up und zwar die Twist It 2-in-1 Length and Volume Mascara. Die schaut so von der Umverpackung aus, relativ unspektakulär, aber solche Mascaras kennen wir eigentlich auch von sehr teuren Marken. Die haben, ja klar, eine Gummibürste, ne, die im ersten Moment sehr mächtig erscheint. Man kann diese Bürste aber hier unten drehen normalerweise, genau. Dann verdichtet sich das da oben. Und sieht dann quasi so aus, ne? Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Vierte Schicht. Also ich habe jetzt einfach zweimal die nicht geswirlte und zweimal die geswirlte Bürste genommen. Und ich finde, dass sich das sehr, sehr schön aufbauen lässt. Also das macht schon einen sehr schönen Effekt. Ich persönlich finde, dass sie noch etwas mehr machen könnte. Aber das Positive ist wirklich, die verkleben nicht. Und das sieht alles wirklich nice aus. Also ich mag das. Es gibt einen schönen Effekt auf den Wimpern. Ne? Kann man sich auf jeden Fall mal begucken. Und das ist halt auch einfach super günstig. Ich habe übrigens immer noch das Lippenöl drauf. Also das ist schon sehr intens. Ne? Das ist ganz cool. Das kannst du dann theoretisch auch als Lipgloss-Ersatz verwenden. Ich möchte jetzt aber noch ein paar Lippenprodukte ausprobieren. Und zwar habe ich zum einen hier von Essence den 8 Stunden Matt Comfort Lip Liner in der Farbe 12 Cushion Talk. Das finde ich wunderschön. Könnte auch so ein richtig tolles My Lips But Better Tönchen sein. Geil finde ich wirklich, dass der herausdrehbar ist, ne? Und wir hören es ja auch schon vom Namen des, oder vom Farbnamen her, ne? Dass das auch an etwas sehr, sehr, sehr Berühmtes erinnern soll, oder? Ich gebe mir da drüber jetzt noch von Trend It Up den Shine and Click Gloss in a Stick. Bringt ja wirklich jeder gerade raus, ne? In der Farbe 020. Ich habe mir gedacht, das könnte farblich ganz gut dazu passen. Hier muss man wissen, man kann die nur rausdrücken. Und nicht wieder rein. Wunderschön. Mm. Hier muss man auch ein bisschen aufpassen. Das ist plumpy. Also hier habe ich auch dieses Kühlende mit dabei. Dieses Eisbonbon-Gefühl ist es fast schon. Dann mache ich hier mal mein Blumenkränzchen ab. Und habe jetzt noch einen Duft, den ich mir gekauft habe von Naomi John. Ist es der Bite Me. Soll riechen nach Orange, Teakholz, Praline, Jasmin, Amber und Moschus.
Sieht auf jeden Fall richtig süß aus, ne? Das ist ein wunderschöner Flakon. Ich habe davon auch, glaube ich, schon ein oder zwei sogar. Muss ich mal gucken. Oh, das riecht wirklich gourmandig. Sehr, sehr angenehm. Ich finde, das ist ein eleganter Duft. So ein schöner Abendduft. Ein Ich-gehe-mal-eben-kurz-weg-Duft. Es riecht mega angenehm. Also das ist eine Empfehlung, euch das mal anzuschauen. In der Drogerie kann man das ja auch an einem Tester mal riechen. Und das ist jetzt mein fertiger Look. Ich finde, er ist wunderschön geworden. Und man sieht, wie so oft einfach nicht, dass es mit Drogerieprodukten ist. Der Glow der Foundation kommt wieder ein bisschen mehr durch, dadurch, dass ich ja auch dieses Fixing Spray verwendet habe. Ansonsten, ja, der Bronzer ist hier ein bisschen eskaliert, ne? Da kommt nachher die Mütze drüber, alles ist tutti. Aber mir gefällt, wie meine Haut aussieht, mir gefällt, wie meine Augen aussehen. Also da hat er wieder was rausgehauen mit Gender X Beauty, ne? Also ich fühle mich damit super, super wohl. Und wenn ihr euch in irgendeinem alten Schätzelein aus dem Schrank auch noch wohlfühlen möchtet und bei Creamy vorbeischauen möchtet, habe ich euch auch nochmal alles, ja, das war eine Übergangsgeschichte, ne, in der Infobox verlinkt, denn mit Claudi20 gibt es da jetzt gerade 20% Rabatt. Das ist echt nicht wenig. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welches Drogerieprodukt euch aktuell brennend interessieren würde, was ich auf jeden Fall mal testen sollte. Und dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.